Herzlich willkommen zu unserer zweiten Sprechstunde. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Zeit haben, mit Dr. Med. Gunter Frank zu sprechen. Ja, und Dr. Kai Klapproth. Wir wollen auch heute wieder aktuelle Themen, aktuelle Studien, aktuelle Entscheidungen besprechen. Wir werden auch diesmal wieder, wie beim letzten Mal, die Studien, die Quellen, über die wir diskutieren, unten in der Videobeschreibung angeben. Und werden uns heute fokussieren auf zwei ganz neue Erkenntnisse. Genau, das machen wir wie gewohnt in unserem pragmatisch-wissenschaftlichen Stil, mit dem wir uns dann auch eine freie Meinung gönnen. Genau. Muss man ja dazu sagen heute. Leider. Ja. Gunther, letzte Woche habe ich erfahren, dass BioNTech, Pfizer und Moderna ihre Produktinformationen angepasst haben. Und zwar haben sie jetzt auf Drängen der EU eingefügt, dass die Produkte, die mRNA-Produkte von Ihnen, auch zu Myokarditis, Perikarditis mit teilweise letalem Ausgang führen können. Was hältst du davon? Was ist diese Myokarditis, Perikarditis-Gefahr? Naja, das sind diese inflammatorischen, also diese entzündlichen Prozesse, die halt im Herzmuskel stattfinden, oft eben auch autoimmun, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, auch verursacht. Und ich meine, ich bin ja jetzt kein Wissenschaftler, ich bin ja Allgemeinarzt, also ich weiß nichts und kann alles. Ja, also mir kommt, bei mir ist immer wichtig, dass ich weiß, was hinten rauskommt. Und wenn man eben sieht, dass es Obduktionen gibt, die zeigen, dass Menschen, die eine Impfung hatten, dann eben auch Herzveränderungen hatten. Wenn man eben Studien hat, bei der 3% nach Booster eine Werterhöhung haben im Blut, die auf Muskelzellen hinweisen, die kaputt gegangen sind, dann sage ich mir, ja, die kommen ein bisschen reichlich spät mit dem Warnhinweis. Die 3%, von denen du sprichst, mit den Werterhöhungen, das war diese Studie aus der Schweiz, nehme ich an, aus Basel. Da wurden Mitarbeiter der Klinik, glaube ich, es waren über 700 untersucht. Das waren so etwa 700 Mitarbeiter der Klinik, genau. Nach dem Booster wurde das Blut untersucht. Und da wurde eben festgestellt, dass bei 3% eine sogenannte Troponinerhöhung feststellbar war, die nur auf den Booster zurückzuführen ist. Also da wurden vorher Herzerkrankungen und dergleichen ausgeschlossen. Das bedeutet, 3% haben einen Blutwert, der dafür steht, dass Herzzellen kaputt gegangen sind. Und was ich immer wieder halt mit höchstem Erstaunen nur wahrnehmen kann, oder halt, mir fehlen schon die Worte, es zu beschreiben, ist, dass dann der Leiter der Studie, ein Kardiologe aus Basel, sagt, naja, das sei ja nicht so schlimm. Ja, wird überbewertet. Da hätte man vor 10 Jahren hätte das genau das Gegenteil gesagt. Und es ist eben so, wenn man diese Herzmuskelveränderungen hat, wenn Herznarben entstehen und das bei jungen Menschen, das summiert sich im Laufe der Jahre, das wird nicht besser, das wird eher schlechter. Also es kann sein, ich meine, man will keine Panik schüren, aber man kann es auch nicht die Sachen unter den Teppich kehren. Es kann sein, dass wir in 30, 40 Jahren nochmal eine Studie haben, die dann zeigt, dass Leute mit dieser Impfung halt dann doch 10 Jahre früher sterben wie Menschen ohne die Impfung. Und kommt dann halt ein bisschen spät, die Erkenntnis. Ja, Troponin, du hast gesagt, Troponin ist ja ein Protein, was hauptsächlich in ausschließlich in Herzmuskelzellen vorkommt. Das heißt, wenn ich das im Blut finde, dann weiß ich, es ist ein Herzmuskel. Hochwahrscheinlich, es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, dass es erhöht ist. Aber ich meine, man nutzt es ja auch in der Diagnostik. Also wenn ich einen Herzinfarkt ausschließen will oder eine Herzerkrankung, mache ich das über das Troponin, ist das quasi im Normbereich, ist eine Herzerkrankung höchst unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Das heißt, es ist ein etablierter Parameter und jetzt dann zu kommen und zu sagen, naja, das kann ja auch, es gibt noch andere theoretisch denkbare Dinge, wo das Troponin erhöht ist. Nee, so geht das nicht. Also wir sind wieder bei dem Problem, wir haben einen ganz klaren Verdachtsfall, aber die Beweislast wird umgekehrt. Aber diese Mitarbeiter jetzt in der Klinik, um bei der Studie zu bleiben, haben die das alle gemerkt? Also ist deine Erfahrung, merkt man das eigentlich immer, wenn man eine Myokarditis hat oder eine Perikarditis? Wie ist die Symptomatik? Also nein, das, wenn man da jetzt eine kleine inflammatorische Veränderung hat, das muss man nicht merken. Es ist natürlich so, das ist ja bekannt, dass Menschen nach einem viralen Infekt, die dann zum Beispiel gerade so Hochleistungssportler, dass es ihnen plötzlich einen Herztod geben kann. Die haben das aber vorher nicht gemerkt. Eine richtig ausgeprägte Perikarditis, natürlich, das merkt man mit Schwäche, da ist man nicht mehr leistungsfähig und dergleichen, das ist klar. Aber diese 3% werden nicht unbedingt symptomatisch gewesen sein. Das heißt, und selbst wenn sie symptomatisch gewesen sind, dann ist die Symptomatik, ist Schwäche, also ist das, welche Symptome
Das Herz arbeitet einfach nicht mehr optimal. Okay. Vor allen Dingen eben Schwäche, Verlust der Leistung. Wäre das auch verwechselbar, zum Beispiel mit den klassischen Impfnebenwirkungen, die wir ja auch haben? Also da hat man ja auch gewisse Unwohlsein kurz nach den Impfungen. Kann das da drunter fallen? Absolut. Ich meine, das sind solche unspezifischen Symptome. Und wenn ich dann wirklich wissen will, was los ist, muss ich das genau unterteilen, wo das herkommen kann. Das kann psychosomatisch sein, aber das kann eben auch ein geschwächtes Herz sein. Aber wichtig ist eben, dass es mir als Allgemeinarzt völlig schleierhaft ist, zu sagen, naja, jetzt hat derjenige halt eine kleine Narbe am Herzen, aber das ist nicht so schlimm. Nein, die hat er sein ganzes Leben lang. Das führt vielleicht dazu, dass er 10 Jahre kürzer lebt. Und also das sind Äußerungen zu diesen Erkenntnissen, die machen mich einfach sprachlos. Also ich bin ja kein Mediziner, aber ich kenne das auch aus Studien, die tatsächlich eine relativ ungünstige Prognose gegeben haben, auch für Leute, die eine sogenannte abgeheilte Myokarditis haben. Das Herzgewebe, ähnlich wie das Nervengewebe, das ist nun mal ein Gewebe, was sich nicht regenerieren kann. Das heißt, jeder Schaden, den wir in diesem Gewebe haben, der bleibt. Und die Wahrscheinlichkeit für einen plötzlichen Herztod, für ein Herzversagen, ist in den nächsten 5 bis 10 Jahren signifikant erhöht. Also ich tippe mal, dass wir das sehen werden. Und es ist absolut irre, bei einer Studie, wo gesunde Menschen eine Therapie bekommen haben und 3% haben danach einen erhöhten Wert, der auf einen Herzschaden hinweist, da nicht Alarm zu rufen und sagen, es ist mir vollkommen schleierhaft. Und das erinnert mich an die Studie von Peter Schirmacher hier, dem Direktor der Pathologie. Da hat er vor einem Jahr, das war, glaube ich, im Juli letzten Jahres, 25 Personen untersucht, die plötzlich unerwartet nach der Impfung verstorben sind. Und was er festgestellt hat, das waren in der Pathologie sehr, sehr minimale Veränderungen im Herzgewebe. Das waren Infiltrationen von Immunzellen, Leukozyten. Und ich erinnere mich, in der Studie wurde geschrieben, dass es nicht einfach ist, das überhaupt zu entdecken. Das waren also subklinische Veränderungen, die wahrscheinlich gar keine Symptome bei den Betroffenen ausgelöst haben, bis halt der Tod eingetreten ist. Das waren sehr, sehr minimale Einwanderungen von bestimmten T-Zellen, die dann dazu geführt haben, dass wir eine Unterbrechung der Herzleitfähigkeit hatten und dass daraufhin das Herz einfach stehen geblieben ist. Ja. Und da sind wir wieder bei den Fällen unerwartet und wie heißt es? Plötzlich und unerwartet. Plötzlich und unerwartet, ja. Und jetzt haben wir eine neue Studie, die ist, glaube ich, gerade vor ein paar Tagen erschienen. Und da geht es auch genau um das Thema subklinische Veränderungen. Kannst du dazu was sagen? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Studie, weil das waren quasi radiologische Zentren. Und die haben versucht, vor allen Dingen hatten die Möglichkeit, sowohl genumgeimpfte Patienten, wo sie ein Herzbild hatten, und geimpfte Patienten, die eine Herzaufnahme hatten, miteinander zu vergleichen. Die haben das dann auch statistisch so, auch alters noch korrigiert und so weiter. Und wichtig war, das waren Patienten ohne Symptome. Also die haben nicht jetzt ein Herz-CT machen lassen, weil sie sich krank fühlten, sondern es war eine allgemeine Untersuchung. Und die haben also in einem hohen Maße bei den geimpften Patienten eine Glukoseanreicherung bemerkt im Herz, was letztendlich auch für entzündliche Veränderungen oder Prozesse auch steht. Kannst du vielleicht besser erklären. Und diese Studie ist halt so gut, weil es endlich mal eine Vergleichsstudie ist. Ungeimpft, geimpft. Und dann sieht man einfach, bei den Geimpften ist viel mehr los. Auch da kann ich sagen, naja, das beweist noch nichts. Aber was, wenn ich 1000-mal sage, es beweist nichts, dann irgendwann wird es nicht mehr lustig. Es ist ein starkes Alarmsignal. Also das ist richtig, das war Glukoseanreicherung, das sind bestimmte bildgebende Verfahren, bei denen man eine modifizierte Glukose, FDG nennt sich das, einsetzt. Das wird den Patienten oder den Untersuchten injiziert. Und das reichert sich an, normalerweise im Tumorgewebe, das ist auch der Grund, warum man das macht bei Tumorpatienten. Aber man hat in den letzten Jahren herausgefunden, das reichert sich auch an, generell bei sich stark vermehrenden, teilenden, stark aktiven Zellen und vor allem auch bei Immunzellen. Das heißt, die Anreicherung von dieser Glukose in den Zellen, die man dann über das bildgebende Verfahren nachweisen kann, ist immer ein Indiz für Inflammation, für Entzündungsreaktionen. Und was sie gefunden haben, waren diese Veränderungen, diese dramatischen Veränderungen, vor allem auch im Herzgewebe, auch noch in einigen anderen Geweben, auch an der Einstichstelle, in der Nähe der Lymphknoten, der Einstichstelle, waren diese Entzündungsreaktionen relativ lange, über mehrere Wochen.
Aber die Akkumulation, die Anreicherung der Glucose war vor allem im Herzgewebe sehr, sehr ausgeprägt. Und zwar hochsignifikant. Hochsignifikant, ja. Genau. Und da, auch hier wieder, die Wissenschaftswelt, besonders in Deutschland, schweigt. Mhm. Die Wissenschaftsfunktionäre an Universitäten, in den Fachgesellschaften schweigen. Das kann man ja eigentlich nur psychologisch erklären. Haben Sie irgendwie Sorge, dass Sie Ihre Fehler eingestehen müssen oder das? Oder wie kann man das nennen, diese kognitive Dissonanz? Ja, ich finde es auf der anderen Seite interessant, dass wir tatsächlich diese Studien noch haben. Mhm. Weil es ist schwer, glaube ich, so eine Studie wirklich gut unterzubringen. Es ist schwer, so eine Studie überhaupt finanziert zu bekommen momentan. Das ist solche Studien, die wir jetzt, glaube ich, aus Japan, mit Kooperationen, England, Amerika. Dass es also noch so viel Bewusstsein gibt und so viel Kraft in der Wissenschaftsszene, solche Studien auch zu veröffentlichen, finde ich beeindruckend. Obwohl auch, ich glaube, in dieser Studie, wie in allen anderen Studien, die auch sich kritisch mit Impfnebenwirkungen auseinandersetzen, natürlich im Vorfeld, gleich in der Einleitung gesagt hat, wird, dass diese Impfung natürlich Leben gerettet hat. Mhm. Das muss man machen, aber dann hinterher kommt dann doch einiges zutage, was einen kritisch über diese Impfung nachdenken lässt. Übrigens mit dem Leben retten, das ist auch immer interessant. Ich glaube sogar im Ärzteblatt, das habe ich leider nicht parat, was Sie da behauptet haben. Es hätte in der EU, glaube ich, wie viele Millionen Leben gerettet, die Impfung? Ich weiß die Zahl leider. Mehrere Millionen. Genau. Ja. Und wenn man das mit der Infektionssterblichkeit hochrechnet, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie 20 oder 50 Milliarden EU-Bürger. Ja, ja. Genau. Also völlig irre. An jedem mathematischen Grundsachverstand vorbei wird da immer wieder behauptet, dass diese Impfung Leben gerettet hat. Es sind Modellrechnungen, die genauso manipulativ eingesetzt werden wie auch die Klimahochrechnungen an Modellen. Das ist alles politisch und es hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Aber du sagst richtig, man muss so diesen Kotau erstmal machen. Mhm. Natürlich hat die Impfung Leben gerettet und dann darf ich ein bisschen kritisieren. Mhm. Aber der Unterschied ist eben, dass dieses Leben retten durch die Impfung basiert auf wirklich hochspekulativen Auswertungen von Big Data, sagen wir mal. Aber diese Studie mit dem Vergleich 300, 700 Patienten ist spezifisch und hochsignifikant. Ist eine ganz andere Qualität von Nachweis. Ich bringe da immer mein Lieblingsbeispiel. Wenn ich jetzt hier vor meiner Praxis 1 Million Leute frage, was sie wählen, welche Partei, wenn nächste Woche Bundestagswahl wäre, dann könnte ich mit 1 Million Leute überhaupt nicht voraussagen, was gewählt wird. Aber habe ich 5.000 oder wahrscheinlich reichen sogar noch weniger Menschen, die eben genau den deutschen Querschnitt an Berufen, Alter, Geschlechterverteilung, sozialer Stand und so weiter, nicht, wenn die das repräsentieren, reichen mir unter Umständen 2.000, 3.000 aus, um die Wahl vorauszusagen. Und so ist das in der Wissenschaft auch. Ich brauche von wenigen Menschen hochqualitative Daten, die ich vergleichen kann. Und da habe ich 1.000-mal mehr wie diese Hochrechnungen, die ja nur manipulativ inzwischen eingesetzt werden. Das heißt, diese Spekulationen, wie viel Menschenleben diese Impfung gerettet hat, sind für mich nichtssagend. Ich will das nicht ausschließen. Ja, und grundsätzlich können auch virale Atemwegsinfekte durch eine Impfung, können schwere Verläufe auch gemindert werden. Aber es ist für mich noch überhaupt nicht bewiesen, dass das bei der mRNA-Impfung auch der Fall war. Wie ist das überhaupt mit dem Arzneimittelgesetz, wenn man jetzt neue Erkenntnisse gewinnt, wie zum Beispiel über die Häufigkeit von Myokarditis oder Perikarditis, dann, so wie ich das verstanden habe, ist es doch eigentlich auch verlangt, dass Arzneimittel möglicherweise auch wieder auf den Markt genommen werden. Weil das, was wir jetzt wissen, das, was jetzt auch BioNTech oder Moderna eingestehen müssen an Nebenwirkungen, war ja zu Beginn während der Zulassung nicht bekannt. Das ist die Frage. Würde ich auch bezweifeln, ja, weil man hat ja auch gesehen, dass am Beispiel von, wie hieß sie, Brooke Jackson, eine Mitarbeiterin, die bei der Zulassungsstudie eben mit aktiv war, die ja da Betrug aufgedeckt hat und dann gekündigt wurde. Ja. Also das würde ich bezweifeln. Nichtsdestotrotz ist mein Wissensstand der, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, die eben auch vermutlich Impfgeschädigte vertreten, wie der Ulbrich, Kanzler Rugard Ulbrich, dass, wenn Verdachtsfälle da sind, muss der Hersteller plausibel belegen, dass es auch woanders herkommen könnte. Mhm. Das heißt, schon längst hätte das Paul-Ehrlich-Institut vom Hersteller verlangen müssen, das plausibel zu klären. Passiert nicht. Passiert einfach nicht. Für mich ist das Arzneimittel, die Arzneimittelgesetzgebung außer Kraft gesetzt. Ja, sie wird nicht angewandt.
Und wenn, wie war das gewesen? Hat in dem einen Fall, als die Kollegin, die auf einem Auge erblindet ist, nach einer Embolie, die dann geklagt hat, und der Richter hat wohl schon beim ersten Statement gesagt, ja, das könnte ja auf einen hohen Cholesterin kommen. Mhm. Ja, also wir haben im Moment für mich keinen Rechtsstaat im Bereich dieser Impfung und der Impfnebenwirkungen. Das ist völlig auf den Kopf gestellt. Und das Verlangen eines Nachweises, dass die Impfung schädlich ist, das hat es so früher nicht gegeben. Ist ja auch gar nicht durchführbar. Das heißt, ich habe ja immer schon früher in der Arzneimittelgesetzgebung drin gehabt, dass ich den Verdacht, den begründeten Verdacht alleine als ausreichend haben muss, sodass der Hersteller dann das Gegenteil beweisen muss. Nur so macht es ja auch Sinn. So macht es Sinn. Allerdings wäre natürlich eine Behörde wie das Paul-Ehrlich-Institut natürlich verpflichtet, hier Klarheit herzustellen. Mhm. Und da brauchen wir wieder die berühmte repräsentative, prospektive Vergleichsstudie, ja, und die es halt nicht gibt. Und man kommt in so eine Dauerschleife rein, man muss langsam sich überlegen, dass man sich selber zuhört, weil das ist immer das Gleiche. Ja? Es ist das kleine Einmaleins der Epidemiologie. Ja, hätte das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut früh angefangen mit diesen Studien, und wir haben ja diese Stichproben, es gibt die nationale Kohorte, hatte ich auch dazu gelernt, wusste ich gar nicht. Es gibt wohl eine Kohorte in Deutschland, die ist sehr groß, also sechsstellig, die repräsentiert Deutschland. Das sind Menschen, die kann ich wunderbar nutzen, um eine solche Studie anzufangen. Dann weiß ich, was in ganz Deutschland los ist. Man hat es nicht gemacht, weil man die Erkenntnisse nicht will. Mhm. Ich kann es mir anders nicht erklären, weil es ist das kleine Einmaleins. Also wir kommen immer zu dem Punkt, wo wir uns wiederholen. Mhm. Ja, und ich als Allgemeinarzt habe die Leute in meiner Sprechstunde. Heute wieder. Ja, ein selbstständiger Lackierer aus Mannheim, der seit der Covid-Impfung quasi nicht mehr arbeitsfähig ist. Den ich jetzt monatelang schon krank oder fast jetzt Jahr schon krank schreibe, der auch anwaltlich sie vertreten lässt, aber wo keinerlei Anstrengungen zu erkennen sind, dass irgendein Gericht, irgendeine Institution rauskriegen will, was da wirklich los ist. Und nochmal zu den Myokarditen. Ich meine, wenn ich dann diese Impfbusse vor Schulen sehe, und wenn dann Kinder, vielleicht 3%, einen Herzschaden gesetzt bekommen, den sie erstmal nicht merken, der vielleicht aber ihr ganzes Leben lang sie begleiten wird und zur Herzinsuffizienz führen wird, zu Herzschäden über die Jahre führen wird, also da kann ich nicht mehr ruhig bleiben, da kann ich auch nicht mehr emotional mich runterregulieren, sondern das ist, ich wiederhole mich, es ist ein Verbrechen. Das darf nicht passieren. Es wurde ja auch gerade Eltern von herzerkrankten Kindern empfohlen, diese Impfung zu nehmen. Das ist aber doch eigentlich angesichts dieser neuen Erkenntnisse total kontraproduktiv. Naja, es ist immer natürlich die Frage, sind herzerkrankte Kinder von Covid-19 bedroht? Mhm. Und wenn sie das wären, zu einem hohen Prozentsatz, dann kann ich einen 3% Risiko eingehen. Es ist immer die Frage von Verhältnis. Aber mir sind keinerlei saubere Erkenntnisse bekannt, dass herzkranke Kinder von Covid-19 bedroht sind. Insofern ist es natürlich dann verrückt, sie diesem 3%igen Risiko auszusetzen. Aber Medizin ist gerade auf den Kopf gestellt. Also es zählt kein rationales Argument mehr. Eigenartig. Das erinnert mich an die Aussagen des Vorsitzenden, ich glaube, des Bremer Hausärzteverbandes. Mhm. Er hat, glaube ich, vorletzte Woche im Interview gesagt, die Wissenslücken über Nutzen, Risiken, gerade auch des neuen Impfstoffs, der jetzt auf den Markt gekommen ist, die sind ihm peinlich. Ja. Mhm. Also er kann seinen Patienten eigentlich gar nicht wirklich zur Impfung raten und rät ihn deshalb jetzt auf ihr Bauchgefühl zu hören. Mhm. Aber ich finde, ein Arzt, der dem Patienten sagt, bei einer medizinischen Frage sollen sie auf ihr Bauchgefühl hören, das ist für mich nicht mehr so richtig Medizin. Oder wie siehst du das? Also mir kommt jetzt in den Sinn der Begriff Feigheit. Ja? Also es ist einfach feige. Er muss sich eine Meinung bilden. Und die Leute kommen zu ihm als Hausarzt, die wollen ihn als Experte, als Generalist, als Allgemeinarzt von ihm wissen, macht das Sinn mit der Impfung? Und wenn er sagt, ich weiß es nicht, gehen Sie nach dem Bauchgefühl, aber Sie dürfen nicht in Urlaub fahren, Sie verlieren vielleicht den Arbeitsplatz und wenn Sie im Krankenhaus arbeiten, werden Sie gekündigt. Das passt irgendwie nicht. Das ist, ich weiß, eine verantwortliche Medizin stelle ich mir anders vor. Also sorry. Verantwortliche Medizin? Ich denke, ein Arzt, der nicht eindeutig überzeugt ist vom Nutzen eines Medikaments, eines Präparats, kann ja eigentlich guten Gewissens nicht dafür raten, denn es gibt ja keine Medizin, kein Präparat, was nicht auch irgendwo Nebenwirkungen hat.
Ja, natürlich. Also Paracelsus, die Dosis macht das Gift, kein Ding ist ohne Gift, die Dosis macht's. Natürlich ist es so, als Hausarzt kommt man mit einem ohne ein gewisses Maß an Placebo nicht weiter, weil es einfach viele Patienten gibt, die wollen etwas haben. Und da hat jeder Arzt dann seine entweder Phytotherapeutika, also pflanzliche Mittel, er nimmt Homöopathie bewusst als Placebo. Ich will nicht in Abrede stellen, dass Kollegen, die Homöopathie professionell betreiben, vielleicht tatsächlich auch durch die Homöopathie auch Heilungserfolge erzielen. Ich habe immer wieder Patienten, die sehr glaubwürdig das schildern, aber viele nutzen eben, ich habe auch bei Kindern immer Homöopathie als Placebo benutzt. Und die berühmten Vitamin C-Infusionen und dergleichen. Mhm. Ja? Und wenn dann ein Patient sowas möchte und auf seinen Bauch hört und ich habe kein großes Gegenargument, dann setze ich halt bewusst auf die Placebo-Kräfte, die da vielleicht dann wirken können. Mhm. Aber im Falle einer Impfung, wo ich wirklich ein Stoffwechsel, hochaktives Substrat ungetestet ins Gebe gebe, dem Patienten zu sagen, horchen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl, also das ist schon ein bisschen weird. Kai, ich wollte dich mal was fragen, weil, wie gesagt, der Hausarzt kann das nicht entscheiden, aber es gibt doch die These, dass mit der Impfung auch die eigene DNA des Körpers beeinflusst wird, umgebaut wird. Die These vertreten prominente Menschen. Das hört sich an wie Horror. Mhm. Ich kann das im Moment nicht wirklich glauben, aber ich weiß es nicht. Du bist Wissenschaftler, was sagst du dazu? Also wenn du mich das gefragt hättest vor einem guten halben Jahr oder einem Jahr, dann hätte ich dir sagen können, die Wahrscheinlichkeit, dass eine RNA-Impfung dein Genom verändert, die ist extrem niedrig. Die ist nicht bei null, also es gab auch Studien schon dazu. Wir haben bestimmte Enzyme in unseren Zellen, die auch aus RNA wieder DNA, also die eigentliche Substanz in unserem Erbgut machen können. Gab es im Labor schon die Beobachtung, dass selbst dieser Impfstoff sich in Leberzellen wieder in DNA umwandeln kann. Aber ganz generell würde man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine RNA quasi revers transkribiert, also wieder umgewandelt wird in DNA, ist relativ gering. Das hätte ich dir vor über einem halben Jahr gesagt. Mhm. Jetzt ist aber die Situation eine komplett andere. Wir haben jetzt seit Februar, März aus Amerika die Erkenntnisse von einem Genomexperten, Kevin McKernan, der veröffentlicht hat, dass er diese unterschiedlichen mRNA-Impfstoffe untersucht hat. Und zwar untersucht auf DNA. Was ihm aufgefallen ist, es gibt dort tatsächlich nicht nur Spuren von DNA in diesen Fläschchen, sondern tatsächlich erhebliche Mengen. Also was er festgestellt hat, war, dass die DNA-Kontamination in diesen Impfstoffen, die von Moderna etwas weniger als von BioNTech, ganz erheblich waren. Bis zu 30% der Nukleinsäuren, die wir in der mRNA hatten, ist eigentlich DNA. Also wir können gar nicht sagen, es handelt sich um einen mRNA-Impfstoff, sondern wir haben eher eine mRNA-Hybrid-Impfstoff. Also vielleicht nochmal, RNA ist quasi der eine Strang der DNA, und DNA wäre die komplette DNA. Und die komplette DNA kann dann quasi eingebaut werden in das eigene Erbgut, die eigene DNA. Ist das richtig so? Ja, genau. Also das war ja eins der Verkaufsargumente, und das ist auch das, was viele meiner Kollegen immer als Argument dafür benutzt haben, dass die Impfung an sich nicht gefährlich sein kann, weil wir wissen von RNA, dass die extrem kurzlebig ist. RNA, die ist normalerweise nur so im Bereich von Minuten, maximal vielleicht ein paar Stunden. Mittlerweile wissen wir, es kann auch mal ein paar Tage sein, wenn sie modifiziert ist. Aber die ist ganz schnell wieder weg. Mhm. Bei DNA sieht das komplett anders aus. DNA ist sehr stabil. DNA ist an sich schon sehr viel stabiler als RNA, hat aber dann zusätzlich noch die Fähigkeit, sich ins Genom, also im Zellkern einzubauen, in das Genom des Menschen, in die Körperzelle und dann dort ein ziemliches Durcheinander auszulösen. Also eine DNA, die willkürlich an irgendeiner Stelle ins Genom eindringt, die kann letztlich bestimmte Gene einschalten, bestimmte Gene abschalten und im ungünstigsten Fall natürlich auch Krebs verursachen. Und würde es dann auch bei jeder Zellteilung dann auch weiter aktiv sein? Bei sich teilenden Zellen wäre das der Fall. Wir haben natürlich unterschiedliche Körperzellen. Wir haben Zellen, die teilen sich nicht so oft oder gar nicht mehr, und andere, die teilen sich sehr oft. Dann ist es aber eine Frage der Dosis, auch hier. Also mittlerweile wurde errechnet, das haben jetzt andere Labore untersucht, überprüft die Ergebnisse von McKernan in Amerika, und die haben festgestellt, dass also Hunderte von Milliarden von DNA-Molekülen in jeder Impfung mitgegeben werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Integrationen in unterschiedliche Zellen haben,
Wir können es nicht sagen, aber die ist definitiv relativ hoch. Das kann in manchen Zellen relativ ungefährlich sein, in Zellen, in denen nicht viel passiert. Aber wir wissen es nicht. Das ist tatsächlich ein Experiment, was so noch nie stattgefunden hat. Die große Frage ist jetzt tatsächlich, warum ist das passiert und wer wusste es? Denn was ganz klar ist, ist, dass das Produkt, was wir jetzt eingesetzt haben, die letzten 2,5 Jahre als Impfstoff, ist nicht das Produkt, was uns verkauft worden ist oder was uns versprochen worden ist. Im Gegenteil, wir wissen sogar mittlerweile, dass es unterschiedliche Produktionsprozesse gegeben hat, dass der ursprüngliche Impfstoff, der auch für die klinischen und die präklinischen Studien eingesetzt wurde, nicht der gleiche Impfstoff ist, der jetzt auf die Menschheit losgelassen worden ist. In dem Zusammenhang gibt es eine ganz aktuelle Befragung eines australischen Abgeordneten, der auch sehr Corona-kritisch sich generell geäußert hat. Und der hat es geschafft, eben, ich glaube, es war im Parlament, Pfizer-Mitarbeiter zu befragen. Und die mussten dann auch zugeben, dass Pfizer-Mitarbeiter in Australien, dass da ein extra Impfstoff geschickt wurde für die Pfizer-Mitarbeiter. Die haben also nicht die gleichen Chargen bekommen wie die australische Bevölkerung. Das lässt ja irgendwie auch tief blicken. Ja, offensichtlich. Also das kann man ja durchaus, man hat nicht böse Fantasien, wenn man da glaubt, die haben gewusst, dass da ein Risiko besteht, wenn man sich die klassischen Chargen ganz spritzen sicher. Lässt. Sie wussten das ganz sicher. Der Produktionsprozess basiert darauf, dass man DNA herstellt. Also das muss man sich jetzt so vorstellen, diese DNA, die ist erstmal die Matrize für die RNA. Das heißt, die haben das hochgezogen, die haben das mit Bakterien vermehrt. Und mussten das hinterher eigentlich wieder aufreinigen. Also das funktioniert so, dass man die RNA quasi als Endprodukt braucht, aber die DNA als Vorlage. Man hat also ein Gemisch von DNA, RNA und BioNTech, Pfizer und auch Moderna haben gesagt, sie hätten das danach vernichtet. Sie haben das kleingeschnitten mit bestimmten Proteinen, mit bestimmten Enzymen und sie haben es rausgefiltert. Aber interessanterweise hat auch die EMA schon im ersten Sicherheitsbericht, das war, glaube ich, Februar 21, also wurde gerade mal 1-2 Monate lang geimpft, da haben sie damals schon moniert, dass die Daten über die tatsächliche Aufreinigung nicht ausreichend sind. Das heißt, BioNTech wusste mit Sicherheit, dass die Reinheit dieser massenhaft hergestellten Impfdosen nicht so hoch ist, wie sie es eigentlich versprochen haben. Da sind wir wieder bei den 5-Chemikern, die eben genau seit 2 Jahren BioNTech anfragen, warum die Chargen unterschiedliche Färbungen haben, unterschiedliche Trübungen haben, wie das sein kann und keine Antwort kriegen. Ja. Also gab es jetzt eine interessante, in South Carolina eine interessante Anhörung, da hat ein Wissenschaftler, ein Biochemiker, ein amerikanischer Buchholz, der hat über diese DNA-Kontamination ausgesprochen. Der hat erklärt, er ist selber ein Fan der RNA-Plattform-Technologie. Er hat seine Kinder impfen lassen, er hat seine Eltern überzeugt, sich impfen zu lassen. Und er hat gesagt, er würde sich nicht mehr impfen lassen, oder hätte sich auch nicht impfen lassen, wenn er gewusst hätte, dass da DNA drin ist. Weil das ist ein kompletter Gamechanger. Das ist eine komplett andere Geschichte, ob ich einen mRNA-Impfstoff habe oder plötzlich einen DNA-Impfstoff. Das ist etwas, was so ein großes Potenzial hat, dauerhafte Schäden zu verursachen. Wir können es noch nicht absehen. Aber es ist erschreckend, dass die Sicherheitsbehörden, wie auch das Paul-Ehrlich-Institut oder EMA, diese Befunde sind jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr öffentlich. Aber es wird nichts unternommen, um herauszufinden, wie hoch tatsächlich diese DNA-Kontaminationen sind. Ja, aber Paul-Ehrlich-Institut muss man sich ja vorstellen wie so eine Steinzeit-Organisation. Ja, die kriegen sie anscheinend offensichtlich nicht mal fertig, die gemeldeten Verdachtsfälle ordentlich zu erfassen. Und auch aufzubereiten. Ja, also das haben wir letztes Mal drüber gesprochen, die berühmte Befragung der Mitarbeiterin Keller-Stanislawski, wo sie zugibt, dass sie total überfordert waren. Also offensichtlich weiß man dort eigentlich, was RNA, DNA ist, ich weiß es nicht. Ja, es ist erstaunlich. Ja. Vor allem sind das ein Testverfahren, die man ja eigentlich ganz einfach durchführen könnte. Ja. Sei es jetzt, was die DNA betrifft, sei es aber zum Beispiel, was diese Chargen, die unterschiedlichen Chargen betrifft, die unterschiedliche Effekte haben, was man mittlerweile weiß. Es sind eigentlich Dinge, die das keinen großen Aufwand und auch keine herausragende wissenschaftliche Expertise erfordern. Wenn man einen Aufreinigungsprozess hat, das ist ja das Naheliegendste, dann muss ich am Abschluss des Aufreinigungsprozesses doch überprüfen, ob die Aufreinigung geklappt hat. Aber das wurde anscheinend überhaupt nicht durchgeführt. Aber ich frage mich wirklich, ob das Fachwissen da überhaupt noch vorhanden ist. Also vielleicht tue ich jetzt ein paar Mitarbeitern Unrecht, die wirklich auch gut sind und halt ihren Mund gehalten haben. Aber vielleicht
sind die da einfach nicht in der Lage dazu. Wäre ja eigentlich auch, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, ist ja immer gut, also schwache Prüfungsinstanzen, freut die Industrie immer. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sich auch biochemisch gut auskennt, auch immunologisch, und er meint, aber es sei doch wohl eher wahrscheinlich, dass diese DNA dann doch von der Zelle abgebaut wird, bevor sie den Zellkern erreicht. Was hältst du von diesem Argument? Das sind offene Fragen, wir wissen es nicht. Also wir haben, wir sehen an den Verunreinigungen in den RNA-Impfstoffen, wir sehen, dass diese DNA-Bruchstücke extrem klein sind, teilweise. Die sind offensichtlich verkleinert worden, so wie es auch versprochen wurde, durch bestimmte Enzyme. Das bedeutet aber, wir haben sehr viel DNA, sehr viele unterschiedliche DNA-Moleküle, die teilweise nur wenige Nukleotide, also nur wenige Bausteine lang sind. Aber das ist, man kann das vergleichen mit einem Schrotschussgewehr, mit dem man auf die DNA schießt. Es wird mit Sicherheit sehr viel abgebaut. Aber bei Hunderten von Milliarden von DNA-Molekülen, die in einer Impfdosis drin sind, wir können einfach nicht sagen, wie groß die Gefahr ist. Was wir wissen ist, es gibt Grenzwerte, die die EMA vorgegeben hat. Was wir nicht wissen, auf welchen Studien oder auf welchen Erkenntnissen diese Grenzwerte tatsächlich basieren, weil wir haben keinerlei Erfahrung, wie viel DNA man einem Menschen spritzen kann, bevor es zu gentechnologischen Veränderungen kommt. Und meine Befürchtung ist, es ist so viel gar nicht notwendig. Ein einziges DNA-Molekül an der falschen Stelle integriert, kann dazu führen, dass du Krebs bekommst. Es kann aber auch dazu führen, dass deine Nachkommen möglicherweise Genschädigungen bekommen. Und es kann, und dann kommen wir wieder zur eigentlichen Covid-Geschichte, es kann dazu führen, dass man dauerhaft Spike-Proteine exprimiert. Also wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dass die Spike-Proteine aus dem Genom selber gebaut werden, weil die DNA integriert ist. Wir haben aber auch funktionierende, sogenannte zirkuläre DNA-Fragmente, die sich eingebaut haben in die Zellen, die kontinuierlich Spike-Protein produzieren könnten. Das ist eine Möglichkeit und das ist eine sehr naheliegende Erklärung für Beobachtungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten zwei Jahren, die wir eigentlich sonst nicht so erklären können. Weil wie gesagt, die mRNA ist kurzlebig, aber wir sehen mittlerweile bei Messungen, dass wir Spike-Protein in vaccinierten, also in geimpften Personen, bis zu einem halben Jahr und darüber hinaus noch nachweisen können. Ja. Die Patienten fragen natürlich, wie das jetzt ist mit der Krebsrate. Ob sie Angst haben müssen. Also ich persönlich, aus meinem relativ kleinen Patientenpool, kann das jetzt schwer ableiten. Wobei jetzt bei mir inzwischen ja die Menschen ohne Covid-Impfung in der Mehrheit sind, weil sie halt gezielt auch zu mir kommen in die Praxis. Es gibt ja Kollegen, die das definitiv sagen. Sie sehen das ganz deutlich. Auch die Schnelligkeit, mit der sich der Krebs dann entwickelt. Es ist wieder mal einer dieser Graubereichen, der so dringendst geklärt werden müsste. Das wäre auch einfach zu machen. Dann sind wir wieder bei unserer, nicht Rocket Science, sondern Basiswissen, Epidemiologie, erste Stunde, erstes Semester, die vergleichende repräsentative Studie, dann wüssten wir es. Ja, ja. Wir haben 20 Millionen ungeimpfte Menschen, also die nicht Covid-19-Impfungen erhalten haben, allein in Deutschland. Es wäre überhaupt gar kein, wenn man es wissen wollte, wäre es überhaupt gar kein Problem. Und ich kenne jemanden, den Namen kann ich nicht nennen, der sagt, er hat Zugang zu Krankenkassendaten, die er nicht verwenden darf, aber die ihm genau das zeigen. Es ist schwer zu sagen, wir brauchen die Kontrollstudien, das ist ganz klar. Aber wir haben mittlerweile doch einige Beobachtungen gemacht, was den Impfstoff betrifft. Sei es jetzt diese DNA-Kontamination, die jetzt nachgewiesen worden sind, aber auch die generelle Beeinflussung des Immunsystems, das Herunterregulieren der sogenannten adaptiven Immunantwort, von denen man weiß, dass, wenn sowas passiert, die Krebshäufigkeit oder die Krebswahrscheinlichkeit deutlich steigt. Also ich denke, auch die Erklärungsmodelle sind definitiv da, aber auch hier wieder der Praktiker in der Sprechstunde. Ich brauche dann die Wirklichkeit. Ja. Also zumindest mal den Versuch, die Wirklichkeit darzustellen. Und schon wieder sind wir bei den vergleichenden Studien, die das liefern könnten, die Wirklichkeit. Und sie wird nicht gemacht, sodass man sich nur auf Erfahrungswerte stützen kann. Und die sind natürlich sehr subjektiv. Also ja, wir haben ein gigantisches Erkenntnisloch. Ja, also wir wissen nicht, das ist ein Blindflug. Ja. Wir haben Wissenslücken überall und das ist, glaube ich, der einzige Punkt,
wo wir ansetzen können. Wir müssen die entsprechenden Stellen unter Druck setzen, dass diese Wissenslücken zu schließen sind. Denn letztlich, also diese DNA-Sequenzierungen, die in Amerika gemacht wurden, die wurden jetzt auch in Deutschland gemacht. Mhm. Auch in deutschen Chargen hat man die gleichen Kontaminationen gefunden. Mhm. Das kann man relativ günstig machen. Aber man braucht letztlich für Studien, braucht man ein funktionierendes Forschungsteam, ein funktionierendes Labor idealerweise. Das heißt, man braucht hier auch Forschungsmittel, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden müssen, gerade dafür. Und das ist, glaube ich, das, was unsere Aufgabe ist, den öffentlichen Druck zu erhöhen, damit diese Forschungsmöglichkeiten geschaffen werden. Ganz konkret auch am Beispiel des Nachweises von freien Impfspikes im Blut, was ja ein sehr wichtiger Baustein wäre, um die Kausalität auch mal zu festigen. Und da habe ich mal mit Professor Cullen gesprochen und er sagt, das ist prinzipiell machbar, aber die Labore, die das machen, brauchen eine sehr teure Ausstattung. Ja. Und die müssten erstmal bereit sein, das anzubieten. Aber machbar wäre es, aber im Moment haben wir noch nicht die Labore, die das quasi als Routineuntersuchung anbieten. Aber das wäre ein echter Gamechanger in der Diagnostik, weil dann könnte man nachweisen, da ist etwas im Blut, was da nicht sein darf nach Impfung. Das ist immer das Problem. Wir brauchen ein Labor, was gut läuft. Ja? Dann sind die einzelnen Untersuchungen sind gar nicht so teuer. Das liegt dann oft im Bereich von wenigen 100 Euro, dass man so eine Analyse eindeutig nachweisen kann. Genau das Gleiche auch mit Sequenzierungen. Man müsste eigentlich jetzt anfangen, Menschen, die diese Impfung erhalten haben, zu sequenzieren, deren Genom zu sequenzieren, Biopsien zu untersuchen. Wenn man da Integrationen fände von diesen Impfstoffen, also von dieser kontaminierenden DNA, das wäre auch ein Gamechanger. Das würde eindeutig zeigen, dass diese Person hier genetisch verändert worden ist. Also das kannst ein du Erbschaden, nachweisen? Das kann man nachweisen. Das ist nicht großaufwendig. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass man es überall finden muss. Man braucht eine Genomanalyse. Man müsste mit Stammzellen anfangen möglicherweise oder mit bestimmten Gewebeproben, möglicherweise auch mit Gewebeproben von betroffenen Regionen. Das ist aber nachweisbar. Und gerade wenn man annimmt, dass vielleicht eine genomische Expression, also eine Insertion, also ein Einbau von kontaminierender DNA ursächlich damit zusammenhängt, dass ein Schaden aufgetreten ist, müsste man das betroffene Gewebe untersuchen. Und wenn man was findet, dann ist das, dann ist das mehr als ein Smoking Gun. Dann ist das der eindeutige Beweis, dass diese Menschen quasi Opfer eines Verbrechens geworden sind. Ja. Also ich bin mal gespannt. Wenn das möglich ist, wird es irgendwann passieren. Vielleicht auch im Rahmen von Zivilprozessen, wo es um Geld geht, um Nachweise geht. Aber bis dahin müssen wir immer noch ertragen, dass hier gerade in Deutschland das Thema so behandelt wird, als wäre es nicht vorhanden. Ja. Als wäre es Long-Covid. Also, wow, schon heftig. Also mit der DNA, das war mir jetzt in dieser Klarheit nicht so ganz klar, aber schön ist das nicht. Nee, es ist nicht schön und es zeigt, in meinen Augen zeigt es, dass hier ganz bewusst vertuscht worden ist. Aber es ist in seiner, wie du sagst, in der Klarheit, es ist so eindeutig, dass wenn wir das nachweisen können, dass wir hier tatsächlich einen medizinischen Skandal, einen Pharmaskandal haben. Aber wenn man das jetzt mal auf sich wirken lässt, was das bedeutet, ich lehne das im Moment noch ab. Ich kann es nicht reinlassen in mein Gehirn. Und ich hoffe einfach, dass das alles sich nur als Spekulation erweist. Aber wenn das Wirklichkeit würde, ist die Dimension dieses Verbrechens für mich einfach ohne Beispiel. Absolut, ist absolut ohne Beispiel. Wie kann ein Herr Schein, wenn das wirklich eine reale, wie kann der noch ruhig schlafen? Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht verstehen. Ja, ich meine, wir müssen abwarten. Die Bestätigung der Erkenntnisse sind da. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass da wirklich was dran ist. Wir müssen jetzt sehen, welche Konsequenzen das hat. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist die Auswirkungen, die das möglicherweise haben kann, sind so enorm, dass man sich da gar keine Gedanken machen möchte. Und es geht natürlich auch darum, man möchte ja auch keinem Angst machen. Wie will ich einem Geimpften gegenübertreten und ihm quasi das Ausmaß der Schäden überhaupt darlegen, die möglich sind aufgrund dieser DNA-Kontamination. Aber auf der anderen Seite hilft es uns auch nichts, davor die Augen zu verschließen. Wir müssen das Kind beim Namen nennen, wir müssen die Gefahr benennen und wir müssen alles dafür tun, dass wir jetzt ganz genau und vorurteilsfrei analysieren, wie groß ist der Schaden, der angerichtet worden ist. Und wenn der Schaden da ist, dann müssen wir auch ganz klar benennen, wer ist dafür verantwortlich. Denn es ist unvorstellbar, dass die Hersteller
von dieser potenziellen Gefahr nichts gewusst haben. Mhm. Und es ist auf jeden Fall zu fragen, welche Kontrollmechanismen denn der Hersteller eigentlich schon eingesetzt hat, um zu verhindern, dass es hier zu einer Gesundheitsgefährdung kommt. Und da muss ich sagen, bin ich, was ich sehe, überrascht über die Laxheit. Ich hatte mir vor über einem halben Jahr auch nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass so ein grundlegendes Problem nicht entstehen kann, weil man ja jeden Aufreinigungsprozess natürlicherweise, in welcher Branche auch immer man ist, immer kontrollieren muss. Und das ist offensichtlich nicht passiert. Dann ist es ja so, dass wir im Moment eine Übersterblichkeit haben, die keinen großen Ausschlag zeigt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man einen Riesenunterschied sieht zu den Vorjahren. Es ist auffällig in den Jüngeren, also unter 70-Jährigen, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendeine Art von Katastrophe darstellt. Das muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, weil wenn das so ist und wenn man dadurch eben vermehrt Krebs bekommt, wird man das eben dann schon irgendwann richtig deutlich merken. Oder es ist halt wieder ein Chargenproblem, dass es halt nur wenige betrifft. Auch das muss man analysieren, aber auch das ist ja möglich. Ja, die Chargen kann ja jeder in seinem gelben Impfbuch nachlesen, welche Charge er hat. Also auch hier ist tatsächlich eine Korrelation messbar, wenn es die gibt. Und auf der anderen Seite, wir müssen natürlich sehen, wir haben generell, also in der Medizin, das weißt du auch, seit mehreren Jahrzehnten einen Anstieg der Krebsraten. Also auch gerade bei jungen Leuten steigt die Inzidenz von Krebs, allen verschiedenen Arten von Krebsen, kontinuierlich an. Das alleine wird uns wahrscheinlich gar nicht die Augen öffnen oder gar nicht erklären können, ob die Impfungen hier beteiligt sind. Aber was wir ganz klar brauchen, wir brauchen die Kontrollen. Wir haben auf der Welt genug Menschen, die sich mit keiner Impfung einverstanden erklärt haben, die jetzt hier als Kontrollgruppen dienen. Und wir müssen das ganz klar trennen, so wie das jetzt in den Studien, die wir heute besprochen haben, teilweise auch gemacht wurde. Also wir müssen klären, ist die Krebshäufigkeit bei geimpften Menschen stärker erhöht als bei nicht geimpften Menschen? Natürlich muss man da wieder vorsichtig sein. Da gibt es ja diese berühmten Vegetarier-Studien. Da gibt es sieben Populationen und da sind eben auch so Amish-People dabei und solche Leute, die einen ganz anderen Lebensstil haben. Ja. Und dann wird eben behauptet, dass Vegetarier länger leben. Mhm. Wenn man aber dann quasi diese religiösen Gemeinschaften, die eine ganz, ja auch viel stressresistenter sind und einen ganz anderen Lebensstil haben, wenn man die rausnimmt, zum Beispiel nur die Heidelberger Vegetarier zum Beispiel nimmt, sieht man, dass die kürzer leben. Ja. Also das ist natürlich wieder so eine Sache, welche Gruppen vergleiche ich wie. Aber ich denke mal, dass man im Falle der Covid-Impfung sehr gute Vergleichsgruppen hinbekommen würden. Wenn es generell um Impfen geht, wird es wahrscheinlich schwierig, weil der Lebensstil von Leuten, die Impfungen ablehnen, ein ganz anderer ist. Aber wir werden sehen, was es für ein Problem gibt, in welcher Form die Zahlen sich entwickeln und ob es in die Richtung geht, die zum Beispiel ja auch Professor Bhakti auch prophezeit, wo ich mir schwer tue. Ich meine, es ist ein öffentliches Gespräch, man kann uns zuhören. Ich würde noch dazu plädieren, das jetzt nicht als die wahrscheinlichste Variante zu sehen, dass es also wirklich auch schlimm und große Zahlen geben wird. Aber vieles ist schon jetzt Wirklichkeit und es reicht für mich schon aus, zu sagen, das ist die größte medizinische Fehlleistung, die je in der Geschichte der Menschheit wirklich auch verbrochen worden ist. Mhm. Ich bin da echt ein bisschen ratlos, wie ich damit umgehen soll. Auf der einen Seite kannst du jetzt nicht keine Panik schüren. Ja, du kannst den Leuten nicht vermitteln, sie haben eine Zeitbombe in sich drin. Auf der anderen Seite kann man es nicht negieren. Man muss es untersuchen. Man muss es untersuchen und diese Untersuchungen, die man machen muss, die sind eigentlich schnell gemacht. Es fehlt der Wille. Ja? Mhm. Es ist auch hier gar keine Frage der Statistik. Also saubere Statistik ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass wir gute Erkenntnisse bekommen. Aber jetzt gerade in solchen Fällen wie einer DNA-Kontamination, wenn es eine Gefahr gibt, dass diese DNA unser Erbgut in irgendeiner Weise verändert, dann lässt sich das messen. Dann brauche ich nur genug Geimpfte, dann brauche ich nicht mal eine Kontrollgruppe. Mhm. Brauche ich nicht mal eine Kontrollgruppe, weil ich brauche nur die Biopsien, ich brauche das Genom möglicherweise aus Stammzellen der Geimpften. Und wenn ich dann einzelne Fälle finde, es müssen auch gar nicht viele sein, bei denen es tatsächlich vorgekommen ist, dass sich DNA in das Genom integriert hat, die da nicht hingehört und die auf den Impfstoff zurückzuführen ist, dann ist der Fall klar. Dann braucht man gar nicht weiter reden. Dann kann man nur noch darüber sprechen, wie oft das passiert. Aber dann ist die Beweislage so eindeutig, dass man ganz klar sagen kann,
dieser Impfstoff ist nicht der Impfstoff, der uns versprochen wurde. Und diese Gefahren sind uns von keinem auch nur, das wurde mir nie darauf hingewiesen. Mhm. Da habt auch ihr Ärzte oder die Mediziner generell nicht darauf hinweisen können, weil das keinem bewusst war. Bewusst war es nur den Herstellern und bewusst war es der EMA, bewusst war es den Kontrollbehörden, den PAI. Die hätten rechtzeitig die entsprechenden Untersuchungen machen müssen. Und was natürlich mir vorher zum Teil schon so klar war, was in Covid oder in Corona, jetzt in der Corona-Krise so richtig deutlich geworden ist, dass der politische Wille halt sich erstreckt auf die Universitäten und die Justiz. Hm. Ja, dass das eben nicht getrennt ist, sondern dass das abhängig ist. Absolut. Das heißt, will ich eine gute, unabhängige Forschung, dann brauche ich eine Politik, die das auch will. Hm. Will sie es nicht, wird sie es verhindern und sie wird Leute in Spitzenpositionen in der Universität platzieren, die die Forschung auch verhindern und das, was Wissenschaft ausmacht, auch torpedieren. Und genau die Situation haben wir ja gerade. Die Situation haben wir. Wir haben die Universitäten, die absolut nicht unabhängig sind, sondern die eigentlich die Vorreiter waren, die alles mitgemacht haben, die in erster Linie waren, die also die Politik mitpropagiert haben. Wir haben auch die Forschungsgemeinschaften, ja, die genau das gemacht haben, die eigentlich der Politik immer Rechtfertigungen für noch restriktivere Maßnahmen oder für eine Impfkampagne geliefert haben. Also das ist tatsächlich ein Problem, ähnlich wie in der Justiz, ja, die auch hier nicht unbefangene Aufklärung betreiben kann. Wir haben natürlich die Experten an den Universitäten eigentlich, aber diese Experten sind alle, wenn man so sagen will, befangen. Die haben alle in gewisser Weise einen Regierungskurs vertreten oder einen öffentlichen Kurs gefahren, der sie disqualifiziert für jemanden, der jetzt hier Aufklärung betreibt oder unvoreingenommen die Resultate überblickt, die wir jetzt brauchen. Ja. Schön sind so Antidiskriminierungsseminare mit dem Schild, kein Zutritt für Ungeimpfte. Ja. Stimmt, ja. Das gab es wirklich, ja, sowas. Ja. okay, politischer Wind. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wann die Leute das begreifen, dass man Leute, die das so treiben lassen, dass man da in schlechten Händen ist. Glaubst du einfach, dass die Politiker, die sich jetzt öffentlichkeitswirksam wieder mit der neuesten Impfung sich in den Arm stechen lassen, was glaubst du eigentlich, was da drin ist, was die für eine Charge haben? Ich weigere mich ein bisschen zu glauben, dass man so naiv ist, jemandem wie Lauterbach tatsächlich das Gleiche zu spritzen, wie man der breiten Bevölkerung anbietet, denn die Gefahren einer Nebenwirkung sind da, die sind messbar. Und bei der Schweinegrippe war es ja der Fall. Pandemrix, da hatten wir unterschiedliche Chargen. Und der neue Wirkverstärker, der sehr problematisch war, wurde den Abgeordneten nicht verimpft. Genau. Da war das offiziell. Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es wieder mal nicht. Wir können nur spekulieren. Ja, ich sage meinen Patienten immer, wichtig ist nicht verbittern. Die Wirklichkeit wird sich irgendwann durchsetzen. Und bis dahin muss man sich die gute Laune auch bewahren, ne? Dass man dann auch, wenn es soweit ist, nicht quasi ein verbitterter Rechthaber wird, sondern sagt, okay Leute, endlich aufgewacht, lasst uns jetzt zusammen die Sache untersuchen und was Besseres draus machen. Pauli-Ehrlich-Institut abreißen, die Denkstätte für die Impfopfer einrichten und irgendwas Vernünftiges wieder hochziehen. Ja, das sehe ich auch so. Die Wirklichkeit wird sich durchsetzen. Es wird möglicherweise eine Weile dauern, wir wissen es nicht. Es kann auch sehr schnell gehen. Wir tragen ja auch einen Teil dazu bei, dass sich die Wirklichkeit durchsetzt. Und es wird am Ende alles ans Licht kommen. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Wir müssen ein bisschen durchhalten und wie gesagt, dabei nicht verbittern, das ist wichtig. Das ist übrigens auch etwas, was ich erlebe, da vielleicht auch doch was Versöhnliches am Schluss. Wenn ich Vorträge halte, dann erlebe ich einfach hier eine Gemeinschaft von Leuten, die in keiner Weise verbittert sind, sondern im Gegensatz gut drauf sind, weil sie erleben eine Gemeinschaft mit Leuten, die authentisch sind, die nicht in der Lüge leben, sage ich mal so ein bisschen profan. Und das ist was sehr, sehr Positives. Ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wir wollen weiter im richtigen Leben. Wir wollen auch uns weiter hier treffen. Ich fand das wieder sehr nett mit dir heute. Ja. Wir versuchen weiterhin aktuell zu sein. Mhm. Alle Beschreibungen zu den genannten Studien unten in der Videobeschreibung. Mhm. Ich freue mich drauf, dass wir uns hoffentlich nächste Woche wiedersehen. Ja, das werden wir tun. Danke dir. Ich danke für die Aufmerksamkeit.